Nochmal. Ach, scheiße, ich wollte Arzneikräuter kaufen, gell? Habe ich voll verrallt. Egal, ich gehe ein bisschen hier EP farmen mit dir. Guck mal hier, er macht die zehnfache Kaioken. Aha! Bitch! Oh, ich werde besser. I made you my bitch. Jawohl! Auf einmal geht es. Ja, sehr geil. Ich werde besser. Ah! Fuck me hard! Ich habe die Klappe zu groß aufgerissen. Aber hey, immerhin habe ich schon ein paar Mal erfolgreich pariert. Is nice. Oh, da fällt mir ein. Is nice. Ich muss auch nochmal hier den Borat 2er gucken. Subsequent Movie. Sequel oder wie das hieß. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass der sogar bei den Oscars dabei war. The Hellman. Stichwort Oscars, aber sehr cool, wer der teilweise gewonnen hat. Schade nur, dass Chadwick Boseman nicht gewonnen hat. Oh, crud. Let me guess. Did he tell you an elaborate story and then that boy is... Well, he's a bit of a dirty liar. So that whole story was a setup. He sent us on a wild goose chase and then gave us the slip. Since I cannot imagine you letting this go, perhaps we should return to Seafront. There may still be a lead or two left to pursue. Good idea. We can... What's wrong? How can a son bring so much despair to his family? He seems completely ignorant of the pain he has caused. It's deplorable. I love it when you sound like a grumpy old man, Vice. Perhaps I only sound that way because I have existed since time immemorial. How old are you anyway? You know, I'm not exactly sure. Hast du eine Aufgabe für mich? Doesn't look like I have. Okay. Well, it's still preferable to being a deplorable liar like that son. Sein Son of the Son of a Witch, gell? Versteht ihr? So. Da ich jetzt ein paar Mal hin und her gereist bin, wollen wir nochmal kurz quicksaven. Was sagt denn die Uhr? Ich habe nämlich heute erst spät Schule an. Deswegen nehme ich gerade mal vor der Schule auf. Muss auch mal sein. Ein paar Minütchen haben wir auf jeden Fall noch. Was machen meine Felder? Du Chicken. Wenn du wieder meinen Weizen ruinierst, ne? Dann gibt's aber morgen einen neuen Bucket im Angebot bei KFC. Jetzt gehen wir mal kurz nach Fassade und fragen die mal, ob es ihr so recht ist mit den gestreiften Obst, wie den komischen Regeln da. Und die Eierköpfe. Was geht ab, meine Ombres? Wieso erinnert mich eigentlich dieser Anblick jedes Mal, ne? Von hier so drauf an diese Minenwelt, an diesen Eingang da bei Demon's Souls, wo diese scheiß Kobolde da rumeiern und mich mit Steinen abschmeißen. Ich kann mir da echt nicht helfen. Hallo? Hatte ich nicht. Doch, hatte ich. Wir wollen zur Fassade selbst. Guck mal, wie nah das an... Achso, ne? Achso, okay. Teleport! Oh, scheiße, falsche Richtung.
Die war doch beim Anwesen des Königs, ne? Aber vielleicht muss ich sie auch erst pflanzen. Ja, ich hab's mir fast schon gedacht. Yare yare, da seh. Lass mich wieder raus hier. Ihr seid alle so weird hier in diesem Ort. Da 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 da. Meeresfront gefällt mir irgendwie trotzdem besser. Auch wenn nur die Musik geil ist, aber Meeresfront finde ich chilliger. Der Märchenwald, der hatte so eine drückende Atmosphäre. Ich reise nochmal nach Meeresfront zurück, aber ich will jetzt erstmal wissen, was Popola dann davon hält. Scheiß Wölfe hier, ey. In alle von durch. Wolfsmaster, they haunt in packs. Wuhu. Sagt die Uhr. Oh, ich hab echt noch geil. Ich hab echt noch viel Zeit. Oh, das finde ich so gut. So gut. Kann ihr piss off? Hau vor der eigentlich meistens ab. Bestimmt, wenn ich noch Waffen verbessern will, müsste ich sowieso wieder in der diesen Temple of Doom gehen. Achso, warte mal. Aber wisst ihr was? Ich nehme erstmal von ihr den Auftrag an, den nächsten, wo immer sie mich auch hinschicken wird. Boah, ich bin schneller als so. Ja, das war ich auch immer, bevor ich dieses Künstschiff klinkerte. Und dann schaue ich mal nach meinem Gotte und dann pflanzen wir noch die Melone an. Sounds like the canal repairman had quite the problem on his hands. I'm glad everything turned out all right. Thank you so much for your help. Don't mention it. I'm looking forward to seeing how the canal turns out. If you need anything else from us, just say the word. Thanks, guys. Hey, wait! Huh? I almost forgot. Yona is looking for you. Huh? She said she needed something from you. Time to go play Big Brother for a bit, huh? I guess so. Thanks, Popola. Okay. Da ich ja eh zu meinen Feldern wollte. Falsche Richtung. Mm-hmm.
Achso, warte, ich wollte ja noch einpflanzen. Düngen wir. Extra Dünger. Nicht schnell Dünger, extra Dünger. Also ich kann die Melonen gar nicht einpflanzen, okay. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Hat der Typ nicht gesagt, dass das Wasserrad nicht gehen würde? Der hat mich voll verarscht. Dann schauen wir uns mal, wie es der Sis geht. When I realized, what up, Sis? Sister, please. Yay. Popola said you needed something? Yeah. A favor, actually. What is it? I can't help if you don't tell me, Sis. Okay, I'm gonna say it. Red. I'm ready, Yona. I need you to help my friend. Your friend? Yep. I have a friend. And we've been writing each other letters. Seriously? A pen pal. How delightful. So who is this friend? John Cena! He? Yes. And he's sick and in a whole lot of trouble. And I know that you and Vicey are the only ones... Vicey? Vicey? Tell me about this guy. He lives in this really big house down south. And he's super nice. And he's my friend. And he lives in the ananas under the sea. So you have to help him. Yona, please. Pinky, please, with the cherry on top. Great. Now what do I do? Now what? Na komm, ich kann sie nicht abschlagen. Wir machen Any Percent Run, aber ein paar Quests können wir mitnehmen. Hey, hat sie nicht gesagt im Süden, dass sie meint jetzt diese Menschen, ja? Mad Monster Mansion. He's got a boyfriend. Is something amiss, lad? Your voice is trembling. No, it isn't. Shut up. Das klingt fast schon, als ob er irgendwelche... Ja, ne? Inzucht-Dinge entwickelt hier. Gedanken. Der Lannister sent the regards. Oder so. Nein, falsch. Junge, du hast alle Franchises angepisst, die es anzupissen geht. Aber bevor wir da in den Süden gehen, wollen wir nochmal nach Mersfront. Und suchen diesen Heinzel. Was geht ab? Oder gibt's in der Taverne neue Aufgaben? Ich will halt nichts verpassen. Die hat immer so einen abwertenden, zickigen Ton, gell? An mich wird die mir auch unsympathisch. Das Spiel ist geil, aber irgendwie einige Charaktere werden mir hier voll unsympathisch. Weiß sie? Finde ich einfach zu geil, aber wie die die ganze Zeit rollt. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Action! Wo kommen die denn auf einmal her? Aha, die Sau war aufgespießt. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich in Meeresfront bin? Diesmal auf jeden Fall Arznei kaufen. Vor allem, was ist denn auf einmal los? Warum sind denn hier so viele?
Macht man nicht so eine Action hier, volles Empfangskomitee. Gibi! Gib! Wo kommst denn du jetzt her? Fizzy-Bubbele. Ich schmeiß mal den Fußsoldaten hier kaputt, bevor ich den Klopster besiege. Okay, bring it! Guck mal, dann mache ich schon extra hier so 10-fache Kaioken für dich. Ne, ich war 20-fache. Du hast vorhin die 10-fache gehabt, ne? Und dann machst du trotzdem so eine Quatsch mit mir. Ach, ich habe vergessen zu kontern. Jetzt! Ich hasse diesen Doppelschwing! Das war nix. Geh fort. Jawoll! Bitch! Mist! Ja, yeah, ich muss es noch ein bisschen üben mit dem Timing. Bisher Kiro haben wir es drauf. Your anus dies twice. Mamacita, kommt da noch so einer? Was geht denn mit dir ab? Okay, du willst mich blocken. Please respond. Hey. Also diese Fähigkeit ist schon geil. Hody! Hody Jones und Wanderdecken, ne? Ich kenne das. Fishman Arc. Schon länger her, aber ja. Weil Pacing ist scheiße in dieser Serie. Ist ja kaum nicht mehr wert. Kautschuk. Keine Viecher. Jakob, wo sind die Viecher hin? Ich meine, das war zwar auch fast schon wieder ein alter Spruch, aber mit der neuen Variation drin. Das ist so wie damals von Bob Kelso, ne? Wo er seine Sprüche auch variiert hat. You want to bring the gun show? Bring it! Woohoo. Guck mal hier, was ich für Skills habe. Ich kann voll rutschen. Kannst du nicht. Was sind denn hier auf einmal so viele Schatten? Die waren doch vorher nicht da. Alter, willst du mich denn mal pokeln? Was? Der kann nicht mehr aufstehen. Can't touch this. Aha. Hey. Don't you... Was bist du denn für ein Hansel, People? Das hat fast angehört wie Seattle. I'm going to Miami. Miami, Miami, Miami. Sushi ist wieder da. Sushi, unser großer Held. Muss mal schauen, ob er sein Schiff endlich mal ablegt. Hey, how'd everything go? Oh, it went fine. It was fine. Glad to hear it. So, you don't look very... Yeah, well, I didn't realize this until I got on the boat. But apparently, I get seasick. Horribly, violently sick. The smell in my cabin was just unspeakable. Oh, wirklich? One guy could create that much barf. I really want to stay in the trading business, but I don't think that's going to be possible if I can't sail.
Anyway, here's your payment. Thanks again. Thanks, and good luck. I never imagined my dreams would be dashed quite like this. What a tremendous waste of our time. Mm-hmm. Who knew the guy would get seasick? Maybe next time he can try finding work that doesn't involve the ocean. Maybe next time he'll try sitting at home and doing nothing.